Okay, wir sind mal wieder in einer tollen Zwickmühle. Ganz ehrlich, wenn ich ein Paladin wäre, hätte ich jetzt wieder richtig Probleme, mich da richtig zu entscheiden. Hagrim hingegen ist ein bisschen laxer mit seiner Entscheidung. Beziehungsweise er wird wahrscheinlich erst nochmal mit dem Bruder oder der Schwester, was glaube ich, von dem gefallenen Jäger reden. Mal sehen. Und dann werden wir mal gucken, was für eine Wahrheit wir verkünden können. Aber jetzt erstmal das wichtigere Thema. Wir sind hier, um uns um einen Zwerg zu kümmern. Gucken wir mal, ich habe 13 Entschlossenheit. Ich kann sie im. Also, ich rechne jetzt gerade mal kurz durch für diese andere Quester, wenn es wirklich auf Entschlossenheit geht. Ich habe 13 Entschlossenheit. Ich kann sie nochmal um 3 steigern durchs Rasten. Habe ich 16 Entschlossenheit. Ob das wirklich reicht? 16, wenn ich dann noch mal eine Rolle finde, mit der ich es noch mal um 3 steigern kann, da habe ich wenigstens 19 Entschlossenheit. Oder vielleicht kann ich es mit der Rolle auch um 4 steigern, dann sind es 20. 20 müssten auf jeden Fall reichen. Na Jungs, wie geht's euch? Und da ist immer noch das Baal-Symbol, was mich irritiert. Also Baal aus Baldur's Gate. So, wir stellen uns mal alle sicherheitshalber hinter dir auf, falls was schief gehen sollte. So, jetzt sprich mit uns. Du bist zurück. Willst du ein Opfer bringen oder will ich dich zusehen? Berab glaubt, dass es an der Zeit ist, dass du deine Schuld ihm gegenüber begleichst. Rettet ihn kurz. Dann kann er von seinem mächtigen Pantheon herabsteigen und es mir selbst sagen. Genau deswegen bin ich hier. Vergiss es. Genau deswegen bin ich hier. The gods send mortals to collect. You're much too talkative to be the usher. This is the trouble with deities. They meddle in a world that they don't even inhabit. I hope they promised you something better for your next life. Ich finde, der Synchronsprecher passt echt gut zu dem Zwerg. Seit wann schicken die Götter Sterbliche, um Schulden einzutreiben? Du bist viel zu gesprächig, um der Totengräber zu sein. Das ist das Problem mit Gottheiten. Sie mischen sich in eine Welt ein, in der sie nicht einmal leben. Ich hoffe, sie haben dir etwas Besseres für dein nächstes Leben versprochen. Erstmal bist du dran. Okay, die sind einigermaßen machbar. Aber nur die Flammenkeule ist immer. Okay, musste die so schreien? Und der Hüter verwandelt sich gerade in einen Druiden. So, waren das die einzigen, die Stress mit uns wollten, oder müssen wir jetzt alle töten? Fegefeuer, das ist ein Säbel, oder? Das ist ein Säbel. Hey, da, guck mal, was wir hier Schickes für dich haben. Xa Mittelkleidung. Und hier noch. Right. So, jetzt ist die Frage, kommen wir hier heil raus, ohne dass die uns alle töten? Vor allem, was für eine... Oh, wir sind jetzt extrem schlecht bei den Ethiknoll. Ovan des goldenen Hals, sind wir ein Held? Die Reißzähne, sind wir ein Exzentriker, schwach gemischt, okay. Wir sind genauso ein Halunke bei den Haus Domine. In denen da sind wir Meister, bei Zwillingsum sind wir ein Held. Die Eiszähne mögen uns nicht ganz so. Die Dutzenden sind wir ein Held. Halunke, ja. Gut.
Ja, dass wir bei den Ethiknollen nun böse sind, das kann ich mir vorstellen. Immerhin haben wir gerade ihren Chef umgebracht. Und ich werde jetzt hier nicht alle umbringen. Sondern ich werde mich auf den direkten Weg nach draußen machen. Oh, da kommen noch immer mehr. Ich will nämlich eigentlich... Eigentlich will ich noch ihre Schätze plündern, wenn ich schon hier bin. Die da. Dann muss ich mal kurz gucken, wie komme ich am schnellsten hier raus. Hier entweder um die Ecke, weil hier muss ich ein bisschen im Zickzack laufen. Autsch. Das war jetzt nicht so gut. Das war so eine heilige Säule. Armschienen der Abwehr, Flasche der Kriegsmahnung, Diamant. Das war wirklich nicht so toll. Du bist gestorben. Ja, laden wir mal kurz. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Okay, lassen wir die Schatztruhe in Ruhe. Da ist wahrscheinlich eh nichts Wertvolles drin. Das war definitiv nichts. Yeah. Aber es war lustig. Ich würde einfach vorschlagen, wir verkrümeln uns aus dem blutigen Sand. Die restlichen Ethiknoll können ja neue Erzdruiden bestimmen und uns weiter hassen einfach. Auslöschen möchte ich sie nämlich nicht unbedingt, auch wenn sie ein ganzer Haufen Fanatiker sind. Let's go. So. Let's go. Einfach irgendwie töten, so. Und das hier noch plündern. Ja. Dann gehen wir hier rum einfach raus. Hey Leute. Okay. Die sind ein bisschen schnell gestorben. Let's go. Du auch. Da ist einer gerade hochgelatscht, den lassen wir auch mal leben. Oh, jetzt müssen wir durch den Hauptraum raus. Die werden uns auch nicht mehr mögen hier. Denke ich mal. Oh ja, selbst der da mag uns nicht. Und du da noch. Was ist denn das? Talans Amulett? Willen plus 9? Ja. Warum nicht? Und ein guter Kupferstab. So, ciao, Leute. So, das wäre auch geschafft. Das heißt, wir können jetzt gleich ins nächste Gebäude gehen, die 4 Quests abgeben.
von einem der drei auf den, als auf den Deckel kriegen. Du bist nicht sauer auf uns, oder? Also. Ja. Jo. Nein. Mit dir ist alles in Ordnung. Stammesangehörige, Krieger und Wolfsbegleiter. Hier ist alles okay. Dann wollen wir mal hier reingehen. Ich frage mich eigentlich gerade, sind noch Abenteuer am Laufen? Ja, Kanna hat noch eine Runde, da ist das große Abenteuer vorbei. Okay, ich kann Berat, nee, seine Aufgabe abgeben, Hyela. Rimgrant wird stinkig auf uns sein, deswegen machen wir als erstes mal Rimgrant. Du nährst dich dem Schrein und dem Sperrenbild der Winterbässe. Dieses Mal ist die Kälte, die von dem Schrein ausgeht, ganz klar zu spüren. Eine dünne Froststich hat sich an den Kanten des Steins gebildet, zu Rimgrant beten. Du betest wieder und die Vision der weißen Nebel erscheint. Der Peitschenwind kehrt zurück, das pure Chaos wirbelnde Schnees. Etwas bewegt sich in der Mitte des Sturms, langsam oder unaufhörlich. Als der Schneesturm näher kommt, siehst du einen Auerochsen, so riesig und langsam wie ein Gletscher. Sein zottiges weißes Fell ist mit Frostkristallen behangen, doch darunter ragen Rippen hervor, so groß wie ein Schiffsrahmen. Der Atem strömt sichtbar aus Saganis klaffendem Mund. Das ist die Winterbestie. Das ist Rimgrant selber als Auerochse? Ein Mann, ausgemergelt und beinahe nackt, kauert auf der Bestie, auf den Beinen des Monsters. Kauert vor den Beinen des Monsters. Sein Körper ist überzogen von Peitschenhieben und seine Nase und seine Ohren wurden ihm abgeschnitten. Seine schwarzen Augen durchdringen das Schneegestöber. Alof lehnt sich vor. Beim Rat, das ist gehen. Dauerochse bleibt vor dir stehen und hüllt dich in den gewaltigen Schneesturm, der ihn umgibt. Obwohl sich sein Mund nicht bewegt, spricht das Monster mit tiefer, donnernder Stimme. A crack in the ice. A fissure in a glacier. I showed you the frost-hewn breach that you might seal it. But you pried it wider for the sake of the Glomfellen, whose souls I had not yet begun to hew away. For all things there is a season. You brought them to winter before their time. Ein Riss im Eis, ein Spalt in einem Gletscher. Ich habe dir den Frostbruch gezeigt, damit du ihn versiegelst. Du aber hast ihn für die Glammelfen weiter geöffnet, deren Sehen ich noch nicht begonnen hatte, wegzuschlagen. Der Auerochse stößt ein lautes Grunzen aus. Okay, Rimgrant ist wütend. Es gibt eine Jahreszeit für alle Dinge. Du hast sie vor ihrer Zeit in den Winter geführt. Aber du gehst der Gott der Entropie. Ich habe ihren Seelen Entropie gegeben. Entropy is chiseling ice and hammering wind. Generations of erosion. It is not rushed for the impatience of mortals. If you are too hasty to understand this, then you are not suited to the task ahead. Das Monster schnaubt, Säulen der Kondensation steigen aus seinen Nüstern empor. Entropie, das ist ein Meißel aus Eis und ein Hammer aus Wind. Generation der Erosion. Sie wird nicht wegen der Ungeduld von Sterblichen beschleunigt. Wenn du zu erfreulich bist, um das zu verstehen, dann bist du der Aufgabe nicht gewachsen, die dir bevorsteht. Als das Monster anfängt, sich langsam und schwerfällig umzudrehen, erhascht du einen letzten Blick auf den entstellten Mann, der sich an seine Beine klammert. Er verengt seine Augen und blickt dich mit zufriedener, gehässiger Freude an. Rimgrant zieht sich zurück. Das Schneegestöber folgt ihm. Die Schneevision verschwindet und du findest dich auf dem Steinboden von Tir Evon wieder. Quest gescheitert in das schwarze Nichts. Wird das irgendwie markiert? Gefängnis aus Eis. Ich habe einen Fluchtweg, ja. Ja, Gefängnis. Ach nee.
Diener des Todes, ich sehe das, die Quest jetzt nicht mehr wirklich. Nein. Nö. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu Hyela. Du stehst erneut vor dem Schrei Hyas. Die Sterne ihres Sternbilds scheinen noch herzustrahlen.